Zuletzt bei die Pfarrschule. Ich habe tiefere Probleme. Pater Thomas befindet sich in einer Sinnkrise. Hier bin ich. Warum kommst du so spät? Seit Wochen rufe ich nach dir. Er sehnt sich nach Nähe. Sie haben sicher vergessen, dass Viktor heute kommt. Aber seien Sie ein bisschen nett zu dem Jungen und nicht so grantig. Ja, ich gebe mein Bestes. Maria ist erfreut über das Erscheinen ihres Neffen Viktors. Weißt du, was die Leute im Dorf noch erzählen? Sie sagen, dass wer aus diesem Kelch trinkt, dem erscheint ein Engel. Der sogenannte heilige Kelch ist ein rostiges Heferl, das ich von Zeit zu Zeit abstaube. Er symbolisiert das Vertrauen in Gott, verstehen Sie? Am Ende geschehen tatsächlich Wunder. Wunder, meine liebe Maria, vollbringt der Herr und niemand weiß wann und wo und warum und wie. Das erste Treffen zwischen dem neuen Schüler Viktor und dem Pfarrer steht an. Guten Morgen. Du musst Viktor sein. Guten Morgen. Ich bin Pater Thomas. Ich leite diese Schule. Die Leute im Dorf haben erzählt, sie wären gelähmt. Ja. Ja. Wie du siehst, bin ich nicht gelähmt. Anspannung liegt in der Luft. Was haben die Leute noch so erzählt, außer dass ich gelähmt bin? Dass sie ein Heiliger wären. Justament ein Heiliger. Nun, Viktor, du wirst schon sehen. Davon kann keine Rede sein. Viktor hat keine Gelegenheit, über diese Worte nachzudenken. Denn sogleich Victor, kommt Maria an den Tisch. Na, mein Lieber, hast du gut geschlafen? Ja. Hast du dich mit dem Pfarrer bekannt gemacht? Ich habe ihn mir ganz anders vorgestellt. Siehst du? Kaum angekommen, schon die erste Lektion gelernt. Man kann sich das Leben nicht vorstellen. Alles muss man erleben. Währenddessen sucht der Pfarrer nach Antworten im Gebet. Als ich begann, hier heraufzuziehen, war mein größter Wunsch, ein Klausner zu werden. Ich suchte die Einsamkeit. Er sucht nach der Zurückgezogenheit, die ihm zuletzt verwehrt wurde. Die Hütte hat sich in ein Kloster verwandelt. Das kalte Wasser wird von einem Boiler aufgeheizt und die Bauern schauen jeden Tag fern. Ich breche kein karges Brot, sondern esse Schnitzel zu Mittag, weil eine Köchin schön wie der Frühling hereingeschneit kam. Und kaum bleibt Zeit, über die Berge zu wandern, weil tausend Anliegen auf mich einströmen. Und nun wohnt zu allem Überfluss ein Junge im Haus, dessen Augen Feuer verbreiten und dessen Jugend mich in Unruhe versetzt. Stimmst du mir also zu, dass mein Plan zur Demut völlig daneben ging? Aus der großen Meditation ist nichts geworden. Woher kommt eigentlich dein unbändiger Wunsch nach Demut? So wahr ich ein Engel bin. Niemand fällt je tiefer als in Gottes Hand. Bist du wirklich ein Bote des Herrn? Oder doch nur ein Geist aus der Flasche? Wie kann ich deinen Worten trauen, wenn ich nicht einmal weiß, wer oder was du eigentlich bist? Wie heißt das nochmal? Du lernst mich erst kennen, wenn du dich mir anvertraust. Das ist richtig. Auch Viktor sucht nach seinem Platz in der Pfarrschule. Da ereignet sich eine folgenschwere Begegnung. Na, wen haben wir denn da? Den neuen Knecht der Pfarrersköchin. Verpiss dich. Der redet der Richtige. Ich hab gehört, du nimmst Privatunterricht beim Pfarrer. Schläfst du auf dein Bett? Verpiss dich, du Schwuchtel. Ich schwuchtel, hier bist immer noch du. Du blöde Hund, da! Keine Ahnung, wer du bist oder was du von mir willst, aber merk dir eines.
Ich bin den Hals umdrehen, hast du verstanden? Genug! Aha! Du Trottel, hast mir den Arm gebrochen! So schnell wie der Streit entstand, Teufelskerl, verfliegt er auch schon wieder. Ich bin Mario. Victor. Ich fürchte mich vor gar nichts. Beweis es. Komm mit mir in die Gruft. Welche Gruft? Die Klostergruft. Das Heiligtum unseres Dorfes. Das Heiligtum des Dorfes, dessen Mythos schon viele in seinen Bann gezogen hat. Die Legende besagt, dass der heilige Terentius diesen Kelch bei sich trug, als er sich in der Wüste verirrte. Und in seiner Not warf er sich zu Boden und betete zu Gott. Und da begann sich der Kelch jeden Morgen und jeden Abend auf wunderbare Weise mit Wasser zu füllen. Es gibt keine heiligen Kelche. Ich wusste gleich, dass du dich nicht traust. Sag mir wann und wo, ich bin dabei. Kann dieses Abenteuer gut gehen? Zeitgleich befindet sich Maria zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Maria, ich habe sie schreien gehört. Ist was mit dem Mine? Nein. Aber zu Hause bricht die Katastrophe aus. Warum geschieht uns so viel Unglück? Sie sind so gut zu mir. Sie sind mein einziges Glück. Aus ihnen spricht Gottes Segen. Wissen Sie, wo Victor ist? Wenn sie nur wüsste, dass sich Victor und Mario in der Krypta auf der Suche nach dem Kelch befinden. Mein größter Wunsch geht wirklich in Erfüllung. Wünsch dir einfach, was dir hier drin am allerwichtigsten ist. Ich wünsch mir, dass du hier im Dorf bleibst, Victor. Und dass du mein Freund bleibst. Ich brauche einen Verbündeten und Kumpel. Ich wünsche mir, dass ich hier zur Schule gehen kann und dass ein richtiger Mann aus mir wird. Victor! Da kommt jemand! Es kommt weg, weg, weg! Und sehen Sie gleich. Und der Schmied ist ein unglaublicher Verführer. Nun, was ich mir wünsche, das brauche ich nicht extra noch zu sagen. Mein größter Wunsch war es, hier zur Schule zu gehen. Ich schäme mich. Nach nur einem Spot geht's weiter. Kennen Sie das auch? Selbst bei den kleinsten Kochzubereitungen verwandelt sich Ihre Küche in ein Schlachtfeld? Teure Kochutensilien können Sie sich nicht leisten. Der Abwasch dauert Stunden. Ist Ihnen endgültig die Lust am Kochen vergangen? Oder hatten Sie nie welche? Halt! Das muss nicht sein, denn wir haben jetzt die Lösung. Joy of Water Boiling. Spaß am Kochen ohne Küche. Es kann so einfach sein. Zaubern Sie jetzt unzählige Gerichte wie Fenchelsuppe, Spaghetti mit Dillpesto und Herzmuschel, Portwein-Kaci-Pralin, Kartoffel-Kokossuppe, Rhabarber-Marmelade und Zwiebel-Ananas-Chutney. Und das alles ohne Backofen, Töpfe, Küchenhilfen, Pfannen, ja sogar ohne Herd. Lediglich eine Steckdose reicht. Fantastische Gerichte, wann Sie wollen, wo Sie wollen. Schonen Sie Ihren Geldbeutel und haben Sie endlich wieder Spaß am Kochen. Das alles mit dem neuen Joy of Water Boiling. Zögern Sie nicht und bestellen Sie noch heute unter www.joyofwaterboiling.world. Jeder kann kochen, auch Sie. Früher haben sich bei mir die Töpfe bis zum Dunstagzug gestapelt, aber jetzt kann sich meine Küche endlich wieder sehen lassen. Ich habe mir immer schwer damit getan, gesund und gleichzeitig schnell zu kochen.
Ich muss sagen, speziell bei exotischen Gerichten ein Muss. Als dreifacher Working Mom habe ich alle Hände voll zu tun und so ein Wasserkoch spart Zeit und Energie. Und die Kinder freuen sich auch. Ich kann eigentlich gar nicht kochen, aber ich bin offen für Neues. Wird schon was Gutes bei rauskommen. Also ich habe schon so ein Ceran-Kochfeld. Aber haben Sie sich mal überlegt, was das überhaupt kostet? Joy of Waterboiling. Sparen Sie Zeit und Energie. Denn Kochen kann so einfach sein. Denn jeder kann kochen. Auch Sie. Auch Maria hat ihre eigenen Absichten mit dem Kelch, der Wunder verspricht. Lieber Gott, wer aus diesem Kelch trinkt, der darf sich etwas wünschen. Lieber Gott, erhalte meine Familie. Sorge für meine Eltern. Kümmere dich um meine Schwestern. Beschütze Viktor. Schick endlich, endlich Regen. Sei gegrüßt, Verehrteste, der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst zwar noch kein Kind empfangen, aber über deine anderen Wünsche lässt sich reden. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Schutzengel dieses Klosters. So habe ich mir Engel aber nicht vorgestellt. Wie haben Sie zu Ihrem Schützling gesagt, man kann sich das Leben eben nicht vorstellen, man muss es erleben. Richtig. Was hatten Sie unlängst so lange beim Schmied zu tun? Ich war so verzweifelt. Sie wissen, dass Sie den Pfarrer hintergangen haben. Bitte, Engel, verzeihen Sie mir. Aber bitte, sagen Sie nichts davon dem Pfarrer. Und? Was und? Hast du ihn schon gesehen? Nein. Viktor und Maria plagen Schuldgefühle. Sind sie auf ihrer Suche nach Glück zu weit gegangen? Ich muss sehr spät heimgekommen sein. Ich habe nichts gehört. Dabei habe ich kaum geschlafen vor Angst. Wo war er denn die ganze Nacht? Seltsam. Wahrscheinlich ist er wieder auf Klausur gegangen und überlegt sich ganz genau, wie er uns bestrafen kann. Vielleicht hat der Schmied aber auch den Mund gehalten. Das wäre in der Tat ein Wunder. Noch in Unkenntnis des wahren Geschehens ist das Gefühlsleben des Pfarrers aufgewühlt. Was ist denn bitte mit euch beiden? Ihr schaut mich an, als wäre ich ein anderer. Wie oft habe ich euch gesagt, dass ich kein Heiliger bin? Ich bin ein Mann aus Fleisch und Blut und der Schnaps wirkt bei mir auch. Und der Schmied ist ein unglaublicher Verführer. Die Kette haben wir repariert. Wir haben sogar ein zusätzliches Schloss montiert. Und diese fahrenden Händler, die kommen mir nicht mehr ins Haus. Haben Sie verstanden, Maria? Ja. Dem Schmied haben Sie den ganzen Keller ausgeräumt. Er hat es mir selbst erzählt. Viktor, bitte komm erst am Nachmittag. Der Pfarrer hat gesoffen. Was für ein Glücksfall. Freu dich nicht zu früh. Der Schmied hat ihm einen Verdacht eingepflanzt, damit er mich umso besser erpressen kann. Und du? Musstest du so einen Unsinn machen? Solltest du es nicht besser wissen? Ist das der Dank für das Vertrauen, das man dir entgegenbringt? Viktor, es gibt keine Wunder. Geh jetzt. Mach deine Aufgaben. Dumm sind wir. Arm und dumm. Was für eine Schande. Haben Sie mit Ihrem Einbruch Schlimmeres heraufbeschworen? Gott, was für ein beschissener Tag! Pfarrer, ich halte es nicht aus, wenn Sie so reden. Sie haben doch gar nichts gemacht. Der Einzige, der wirklich etwas angestellt hat, das bin ich.
Ich habe die Kette durchgeschnitten. Mario und ich sind in die Krypta eingebrochen. Ich habe ihn quasi dazu gezwungen, weil ich stärker bin als er. Aber wieso? Weil wir auf ein Wunder gehofft haben. Ein Wunder? Ja, wir wollten wissen, ob wer aus dem Kelch trinkt, dem wirklich ein Engel erscheint. Aber daraus ist nichts geworden. Ganz im Gegenteil, nur Unheil. Ich bitte Sie, Herr Pfarrer, bitte schicken Sie mich nicht zurück ins Dorf. Ich habe aus dem Kelch getrunken, damit ich für immer bei Ihnen bleiben kann. Pfarrer Maria ist so böse mit mir, seit ich es ihr erzählt habe. Sie hat mit mir geschrien. Dabei wollten wir gar keinen Unheil anrichten. Bitte, Herr Pfarrer, bitte. Bitte. Victor. Erlaubst du mir nun auch, das Falsche zu tun, um einem Wunsch nachzuhängen? Erlaubst du mir auch, für einen Augenblick meinen Träumen nachzugeben? Und zu sehen, ob es wirklich Wunder gibt. Lieber Gott, ich habe einen Schwindel begangen, um meinen Leuten zu helfen. Folgt auf einen Schwindel der Nächste, dann der Nächste und dann der Nächste. Kann es wirklich sein, dass so eine Kleinigkeit der Ursprung alles Bösen ist? Wenn es da kein Verzeihen gibt, dann will ich nicht mehr länger hier sein. Packe ich meine Koffer, steige herab von diesem Berg, hinaus aus dieser Welt. Dann hat alles keinen Sinn mehr. Wir sind nicht stark genug, um solche Stränge zu verdienen. Hättest du mir Nerven aus Stahl verliehen, dann möchte ich streng behandelt werden. Aber ich bin nicht aus Metall. Und nichts an mir hält diesen Schlägen stand. Amen, amen. Demnächst bei Die Pfarrschule. Wir feiern diese Messe, um dem Kelch des Heiles zu gedenken, der in diesen Mauern wohnt. Ich habe mich an Ihnen vergangen. Reisen Sie ab. Gehen Sie vor die Tür. Maria, ich bin voller Fehler und voller Sünde und voller Schlechtigkeit. Ja, was ist denn so dringend? Der Pfarrer weiß alles. Von mir auch? Ja, von dir auch. Raus! Nehmen Sie sich um Victor an. Wir sind Männer. Pfarrer ist die größte Schwuchtel.